Am Freitag hat Jerome Powell zu verstehen gegeben, nein, wir werden die Zinsen nicht absehbar senken und ja, wir werden sie vielleicht sogar erhöhen, wenn notwendig. Allein die Märkte haben sich gesagt, lass den Mann doch reden, er wird sowieso die Zinsen senken. Also, was ist passiert? Die Renditen sind gefallen, der Dollar ist gefallen und vor allem die Aktienmärkte sind gestiegen. Heute heißt es plötzlich, naja, vielleicht sind diese Zinssenkungserwartungen doch ein bisschen übertrieben. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, am Freitag so, am Montag dann so. Wahrscheinlich sucht man einfach seitens irgendwelcher Finanzberichterstatter irgendeine Headline, die zum Kursgeschehen passt. Also sagt man, ja, die Hoffnung, die war doch vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Faktisch ist sie wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber das hat die Märkte nicht geschert. Hier heißt es zum Beispiel, Stocks fall back on concern optimism for Fed rate cuts is excessive, also exzessive Hoffnungen, dass man hier schlichtweg zu weit gegangen ist. Goldman Sachs sagt auch, ja, wir denken, dass das viel zu weit gegangen ist, dieser Optimismus in Sachen Zinssenkungen. Zero Hedge hatte schon gesagt, ja, also Nick Timiraos, der Fettflüsterer, der muss da mal wieder einen Artikel raushauen im Wall Street Journal, damit diese exzessiven Zinssenkungshoffnungen nicht überhand nehmen. Denn diese Zinshoffnungen, die sorgen ja dafür, dass die Financial Conditions lockerer werden, dadurch wieder mehr Nachfrage entsteht, dadurch die Inflation wieder nach oben gehen kann. Das ist genau die Krux für die US-Notenbank Fed, die deshalb in Gestalt von Jerome Powell versucht hat, immer noch zu sagen, naja, aber es könnten schon noch Zinsanhebungen kommen. Ist das Ganze wirklich glaubhaft mit diesen Headlines? Naja, exzessive Zinshoffnungen sind vielleicht doch ein bisschen zu weit gegangen. Schauen wir uns hier mal die Fed Fund Futures an, was Sie hier in der Mitte sehen. Immer noch eine Wahrscheinlichkeit von über 51%, dass die Zinsen im März, und das betrifft hier diese Sitzung der Fed am 20. März, dass die Fed also dann die Zinsen senken wird. 41% Wahrscheinlichkeit, dass sie es nicht tut, aber immerhin sogar fast 7% Wahrscheinlichkeit, dass sie dann schon zweimal die Zinsen gesenkt haben wird. Die 10-jährige Anleiherendite in den USA ist gestiegen heute, aber jetzt auch nicht exzessiv, kann man sagen. 4,28% hier die Rendite jetzt auf die 10-jährige. Und am Freitag war die Konsensmeinung, die Fed ist fertig, das glaubt man immer noch, aber vor allem, dass die Zinsen bald sinken werden. Es ist also sehr, sehr schnell dieser ganze Umbruch, dieses ganze Umdenken, und faktisch liegt es wahrscheinlich daran, dass jetzt hier Gewinnmitnahmen stattfinden. Hier sagt zum Beispiel Scott Rubner auch von Goldman Sachs, also das, was die Rallye angetrieben hat, die ganzen Faktoren, die sind jetzt im Grunde aufgebraucht. JP Morgans Top-Chartist sagt, der S&P könnte sogar zurückfallen auf 3500 Punkte. Das war das Tief, was wir im Oktober 22 gesehen haben. Also das ist ja plötzlich ein ganz anderer Ton. JP Morgan Private Banking sagt, naja, aber 2024 könnte dann ganz gut werden. Also sehr widersprüchliche Aussagen, aber wir sehen heute den Magnificent Seven, die Aktien, also die am meisten zugelegt haben, die dafür gesorgt haben, dass der Nasdaq 100 46% gestiegen ist in diesem Jahr. Die sind heute unter Druck und faktisch erleben wir eine deutliche, eine massive Rotation. Wir sehen hier die Dickfische unter Druck, eine Nvidia, eine Microsoft, eine Abelle, eine Emerson, eine Meta unter Druck. Wir sehen den Nasdaq wieder, den schwächsten Index. Das setzt sich jetzt schon einige Tage fort. Faktisch läuft das Spiel, verkaufe die Gewinner und kaufe die Verlierer. Das ist das, was seit einigen Tagen an der Wall Street abläuft. Das sehen wir auch zum Beispiel an der Performance heute wieder des Russell 2000, des Small Cap Index, der 0,5% sogar zulegen kann. Während also der Nasdaq zwischenzeitlich 2% im Minus war, hat sich der Russell 2000 im Plus gehalten. Also es ist dieser Herdentrieb an der Wall Street, das machen dann alle, dann gehen alle rein in bestimmte Werte und alle raus aus bestimmten Werten, und dass es für den Nasdaq in nächster Zeit eng werden könnte, das hat schon diese Divergenz gezeigt. S&P 500, neues Verlaufshoch, der Nasdaq 100 allerdings nicht, und das vor dem Hintergrund, dass die großen Tech-Aktien eben mindestens 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen haben, Microsoft sogar 1 Billion, Apple ein schrumpfendes Unternehmen, immerhin 887 Milliarden Dollar. Jetzt ist die Frage, wir haben hier so ein Umkehrsignal, haben mit einem Gap nach unten geöffnet, 15:30 deutscher Zeit.
Die Wall Street also nach unten eröffnet. Jetzt ist die Frage, kriegen wir jetzt hier so eine wirkliche Wendeformation oder erholt man sich wieder? Aber wir sehen dann solche Meldungen. Zuckerberg verkauft das erste Mal Tech-Aktien in 2 Jahren, nachdem in diesen 2 Jahren die Meta-Aktie 172% gestiegen ist. Jetzt plötzlich Meldungen. Nvidia Insider verkaufen Aktien in riesigem Ausmaß. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung. Übrigens, gestern hat sich das 20. Mal gejährt die Pleite von Enron, ein Unternehmen, das vielleicht ein paar Ähnlichkeiten aufweisen könnte mit Nvidia. Und wir sehen das, was heute Morgen mit Gold passiert ist oder heute Nacht. Da ist man ja massiv nach oben geschossen über die 2140er Marke. Jetzt wieder alles futsch, alle Kursgewinne weg. Ist wieder deutlich unter Druck, hat über 130 Dollar wieder verloren. Wir sehen, dass die Basic Materials unter Druck sind, Kupfer, dann Aktien aus dem Goldbereich, Newmont Mining, wie sie alle heißen. Also das ist schon ein bisschen schräg. Jetzt haben wir auf der einen Seite diese Headlines, die sagen, ja, vielleicht sind die Zinssenkungsfantasien übertrieben. Auf der anderen Seite aber fallen Basismetalle, die ja eigentlich über Konjunktur, also die eigentlichen Indikator sind für Konjunkturoptimismus oder Pessimismus. Jetzt sehen wir also eigentlich in diesen Aktien eher Konjunkturpessimismus. Gleichzeitig aber sagt man, die Zinssenkungserwartungen sind übertrieben, passt nicht zusammen. Und dass heute eben solche Headlines kommen, ja, vielleicht sind die Zinssenkungserwartungen übertrieben, passt auch nicht zu den Entlassungen, die heute bekannt geworden sind. Spotify entlässt 17% seiner Mitarbeiter, Twilio entlässt 5% seiner Mitarbeiter. Also der Arbeitsmarkt, der trübt sich scheinbar ein am Freitag. Ja, die wichtigen Arbeitsmarktdaten und heute dann auch die Industrieaufträge aus den USA mit dem stärksten Rückgang seit den Corona-Lockdowns. Auch das passt dann wieder nicht zu diesen Headlines. Also es ist ein bisschen widersprüchlich. Man sucht irgendwelche Gründe, weil schlichtweg die Schwerkraft zuschlägt, weil alle schon drin sind in diesen Magnificent Seven. Wer soll denn da noch kaufen? Also sagt man sich, gut, dann nehme ich da Gewinne mit und gehe in die Verlierer. Die haben noch Aufholpotenzial. Wenngleich der Russell 2000 ein schwieriger Index ist, 40% der US-Nebenwerte verlieren Geld, also die haben einen negativen Ertrag. Auch das ist nicht gerade ein Qualitätsmerkmal. Jetzt sehr, sehr interessant, heute ein Bericht, dass Shortseller schon vor dem 7. Oktober wussten oder Informationen bekam, dass die Hamas hier eine massive Attacke auf Israel planen würde. Die haben deshalb israelische Werte verkauft, israelische Aktien verkauft, und zwar im massiven Ausmaß, wie jetzt sich gezeigt hat. Also das ist natürlich eine ganz schwierige Diskussion. Die USA sagen, nein, es gab vorher keine Hinweise zu einer Hamas-Attacke. Man sei also darüber nicht informiert gewesen. Einige Shortseller offenkundig waren informiert. Auch das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also die Welt ist unendlich widersprüchlich. Hier heute Nacht oder in der Nacht auf den heutigen Montag haben die USA 5 pro-iranische Kämpfer im Irak getötet. Der Iran sagte, wir werden uns dafür revanchieren. Mal sehen, wie die Dinge hier weitergehen. Aber das ist jetzt eben die Situation, dass Israel ja auch den Südgaza jetzt offenkundig militärisch unter Kontrolle bringen will, was dann auch nochmal aus Sicht wahrscheinlich der stark muslimischen Staaten eine weitere Eskalation ist oder die ganze Geschichte dann noch weiter eskalieren lassen könnte. Ein bisschen eskaliert ist es schon in Deutschland in Sachen Wirtschaft. Immer mehr Firmen brechen zusammen, die Zahl der Insolvenzen steigt sprunghaft. Und wie das Institut für Wirtschaft in Köln sagte, erwartet die deutsche Wirtschaft auch 2024 eine ökonomische Schockstarre. Das sind ja blendende Aussichten, zumal jetzt auch dieser Nachtragshaushalt, den die Bundesregierung ja versucht, noch in diesem Jahr irgendwie hinzuzaubern, wohl Probleme bekommen dürfte, weil offenkundig auch wieder verfassungswidrig, wie die intellektuellen Zeitungen mit den 4 Buchstaben hier berichtet. Und jetzt hat Habeck auch gesagt, also wenn es ganz blöd läuft, dann müssen wir die Kohlekraftwerke auch nach 2030 laufen lassen. Wir sind ja derzeit wieder sehr stark im Kommen in Sachen CO2. Habeck hat ja jetzt ein bisschen CO2 eingespart, indem er nicht nach Dubai zur Weltklimakonferenz geflogen ist, aber
Es zeigt, dass eben dieses ganze Konstrukt sehr wahrscheinlich nicht funktioniert. Du schaltest erstmal ab und hoffst dann, dass es wieder gut geht. Andere sehen das anders. 22 Staaten haben jetzt gesagt, wir werden die Atomkraft stärker ausbauen. Daraufhin Jürgen Trittin, der uns ja versprochen hat, also diese ganze Energiewende kostet eine Kugel Eis. Das ist wahrscheinlich die teuerste Kugel Eis der Weltgeschichte, meine Damen und Herren. Es muss ein Spitzeneis sein, was solche Preise erzielt. Rainer Zittelmann sagt, ja, die Grünen sind halt klüger als der Rest der Welt. Wir sind diejenigen, die aussteigen. Das ist relativ einzigartig auf der Welt. Aber wir sind ja auch nicht Letzter, sondern es ist nur keiner mehr hinter uns, wie Robert Habeck sagen würde. Und das ist ja schon mal eine große Beruhigung. Abschließende Hinweise, meine Damen und Herren. Nvidia Insider, ich hatte es vorhin gesagt, verkaufen Aktien in großem Maßstab und kaufen nicht dazu. Ja, was ist denn da los? Das erfahren Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Mike Wilson ist wieder da und sagt, also der Dezember wird schwierig. Der hatte vorher ja auch gemahnt und wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Aber jetzt sagt er, okay, der Dezember könnte rocky werden. Ist ja so ein bisschen heute zumindest angedeutet worden. Zweite Empfehlung und die letzte und dritte Empfehlung ist das, was übermorgen passiert, nämlich am Mittwoch. Am Nikolaustag um 19 Uhr mit André Stagge. Da wollen wir sprechen, was passiert in 2024, welche Trends, welche Tendenzen dürfen sich hier ausbilden. Anmeldungen für dieses Webinar nur noch heute und morgen bis 24 Uhr. Also, wenn Sie dabei sein wollen, der Link ist unter der Beschreibung dieses Videos. Kostenfrei einfach registrieren und dabei sein, würde mich freuen. Ich denke, da werden wir ein paar sehr, sehr interessante Punkte besprechen. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.